gut, so will ich das jetzt nicht handhaben. Ja. Okay, neuer Versuch. Wir geben Gas, erstmal in den tollen Orbit. So. Dann sind wir hier drüben. Das ist dooferweise eine wunderbare Schnittstelle. Da kommt's, da kommt's, da kommt's. Also gut. Ich da noch ein bisschen nach unten. Ein bisschen abbremsen. Sagen wir mal ein bisschen Gas geben. Okay, dann wird es wohl nichts bringen. Jetzt habe ich irgendwie Körben fokussiert. Nein! Nein, shiften. Hilo, Bob, Ilo. So. Ah. Seht ihr, wir haben doch schon Intersekt von 20 Kilometern. Werde ich das hier einfach mal ziemlich komisch versuchen. Wie ich... Oh, ups, ups, ups. Gebe ich die ganze Zeit Gas. Ist ja eine sehr schlechte Idee. F5. Und dann erstmal vorspulen. Oh Gott, jetzt sind wir ja schon mal ziemlich doof weit. Oh, ich will endlich wieder dieses doofe. So, jetzt bin ich gut fotografiert. Kursiert. Ach du Scheiße, sind wir... Das ist scheiße gelaufen. War zumindest mal ziemlich blöd. Obwohl... Nö, ist gut. Mal gucken, wie wir uns hier bewegen können. Ah, jetzt habe ich ein paar ACS-Thruster vergessen. Ja, okay, das ist egal. Brennzeit 9 Sekunden. Ja, das glaube ich auch. Da ist sie. Oh, puh, das sind tatsächlich, ich muss sagen, ein bisschen mehr als... So, jetzt. Und jetzt Gas geben. Ja, passt doch. So. Die da fliegt jetzt toll. Weiter. Ich würde mal sagen, diese Launch Stage ist gut ausgeklügelt. Oh Gott, 50 Kilometer. Aber wir sind zumindest mal hoch über Körben. Die Rettung der Körbonauten erfolgt. Ja, nichts mit Target, ich will Orbitgeschwindigkeit. Okay. So. Jetzt muss ich mal gucken, wie es so steht hier. Gut. Erstmal ein Quicksave. Einmal rund um Körben. Hui. Ist ja besonders toll. Einfach mal so 1600 in Sachen Strom dabei zu haben. Was eigentlich total unnötig ist, weil wir es gar nicht brauchen. Ah. Nur 45 zum Target brennen.
5,6 Kilometer. Okay. Dann haben wir das hier schon mal. Erstmal nur ein bisschen wegbrennen. So. Abkoppeln. So. Control from here. Jetzt geht's weiter. Achso, das ist gar nicht. Das ist Prograde. Ich wollte schon denken. Irgendwo hier müsste dann das Target sein. Ja. Gehen wir mal so auf 1 Kilometer. Oh. Quick Save. So. Es müsste gleich ein Laderuckler kommen. Das war ein fetter Laderuckler. Gut. Einmal rumdrehen, bitte. Oh Gott. Ich sehe jetzt schon irgendwie, dass wir später, wenn wir das Teil fliegen, Stunden brauchen zum Brennen, weil die bei meinem PC irgendwie die Verlangsamung dann riesig ist. Kommt mir zumindest mal so vor. Mal gucken, ob ich das noch irgendwie beheben kann. Auf jeden Fall sollte das Teil nicht zu groß werden. 0,2 Kilometer. Das sind ja umgerechnet. Boah. Ach du Scheiße, zieht euch mal rein, wie super wir da reinfliegen. Wir müssen ja davor. Und vielleicht hat es doch was gebracht, das in eine ziemlich gerade Position zu bringen, hoffentlich. Da ist unser fettes Teil. Gut. Einmal bitte abbremsen. Und dann wird das hier unser ZS-Target sein. Die Triebwerke müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen ummontieren. Jetzt sehe ich mal rein, wie es... Oh, wie geil. Das müsste ja eigentlich ein Screenshot wert sein. Gut. Dann einmal drehen. Richtung Target. Also ein bisschen weiter nach unten. So. Mal ein bisschen in die Richtung da brennen mit, sagen wir mal, 2 Meter. So. ACS. Haben wir immer an. Ziemlich sinnvollen Vorteil, wenn man da jetzt noch so ein Triebwerk dran hat, merke ich gerade. Ich weiß gar nicht, wie ich das früher mal geschafft habe ohne Triebwerk. Das war Quick Save. Es ist so göttlich. Wie genial man da jetzt hinfliegt.
So gut. Warte, wie gebe ich jetzt nochmal zurück? Ah, ne, das ist nicht. Das ist zurück, oder? Jo. Denn wir müssen noch ein bisschen zur Seite. Oh, und das ist jetzt innerhalb von 25 Minuten. Gut, dann werden wir nächste Folge den restlichen allein machen. Und unser Teil mal davon abwerfen. Eigentlich bräuchte ich jetzt die Case Cam. Reicht es? Oh ja. Wohl theoretisch können wir das Teil auch als Notantrieb benutzen. So, jetzt erstmal schön hier versuchen reinzudocken. Das ist ja fast Millimeterarbeit. Alles noch ein bisschen zurück. Yes! War das gut? Ja, ist angemessen, oder? Jo, kann man gelten lassen. Okay, und somit ist unsere Station wieder um eins weiter. Um ein tolles Modul mehr beschert worden. Wir hätten eigentlich von Anfang an mit den breiten Docking-Ports arbeiten sollen. Denn die sind wesentlich stabiler. So, und als nächstes versuchen wir dann von hier eine Verbindung herzustellen bis hierhin. Entweder von hier bis hier oder wir docken das hier ab, zusammen mit dem Teil. Also wir docken dieses Teil hier mit dem zusammen ab, schieben den Antrieb hier hinten hin. Oder drehen das besser gesagt den, also das komische Fliggerät hier. Also das kleine hier und zum Schluss, ihr wisst bestimmt, was ich meine. Egal. Mit dem koppeln wir hier ab, fliegen dann an das Ende von dem hier, drehen das komplette Gerät einmal rum und docken dann mit dieser Seite hier an. Dann nehmen wir einfach mal den Antrieb mit dem Teil bloß noch und fliegen ganz da hinten hin. Das wäre eine Möglichkeit. Da es mir zu umständlich ist und ich den Antrieb eh nochmal komplett neu machen muss, werde ich wahrscheinlich hier hinten einen neuen Antrieb dran bauen. Und dann sind wir, glaube ich, soweit fast fertig zum Abreisen. Die Reise beginnt. Huhu. Die würde dann beginnen. Und hier brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar Kerbels, denn it's crew report while in space high over Kerbin. It's very round. Also seit wann kann man da Crew Reports machen? Da ist doch niemand drin. Ich hab mehr haben ja bloß drei Kerbels und die sind da drin, oder? Nochmal. Jo. Ach komm, wir haben noch ein paar Sekunden. Jeb. Ein EVA in unserer neuen Station. Nach hinten in dieses Gerät. Der braucht nämlich ja auch was zu futtern. So, dann würde ich mal sagen, war's das für heute. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Schaut auf meinem Kanal vorbei für mehr KSP. Oh, jetzt ist er ganz alleine. Oh, aber da sind tolle Fotos. Ja, okay. Schaut auf meinem Kanal vorbei für mehr KSP. Und ja, gebt einen Daumen hoch, kommentiert. Und dann bis zum nächsten Mal in den Weiten des Weltalls hier im Kerbal Space Program. Bis dann. Ciao.